Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir Quest gemacht und jetzt machen wir Quests. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich auch noch Quests machen, also macht euch auf was gefasst. Mir ist so gerade eingefallen, wir haben ja hier eine Quest irgendwo, die heißt Gutbütes Bild oder irgendwie sowas. Und liebevoll Gutes Bild daneben, toll, Entschuldigung. Und da hat irgendwie ein Typ, mein Gott, der in Barona gewohnt hat und ausgezogen ist, irgendwo noch ein Bild in sein Haus zurückgelassen und das suchen wir jetzt. Und ja, ich frage mich gerade erst, gibt es denn überhaupt Häuser? Gab es da noch ein paar Häuser, oder? Also so eine große Auswahl habe ich da nicht. Also... mein Gott, ich habe gerade getrunken, jetzt kriegt meine Stimme so komisch. So, hier ist ein Haus. Also irgendwie ein einziges Haus hier, glaube ich. Oh, hi. Das ging schnell. Da machen wir diesmal mehr Cutscene-bezogene Sachen. Was ist das? Was ist denn? Es ist das Bild eines Jungen, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Es war schon immer hier, als wir eingezogen sind. Es muss wohl den früheren Besitzern gehört haben. Boah, was für ein Zufall, hat sie gerade das Bild gefunden haben, als wir hier gerade am Räubern waren. Ernsthaft, wir sahen schon so aus, als wären wir, wollten wir irgendwie alles mögliche abstauben. Zum Glück haben wir uns reingelassen. Kannst du dich an das Spielzeug und den anderen Kindersachen erinnern, die auch noch hier waren? Das war ihr Mutter. Pff. Habt ihr sie nicht weggeworfen? Das Bild habe ich aufbewahrt. Ich dachte, der frühere Besitzer wollen es vielleicht irgendwann zurück. Darf ich mal sehen? Ja. Auf der Rückseite steht Justin. Vielleicht ist das sein Name. Da fällt mir ein. Ist es nicht kurz nachdem wir eingezogen sind ein junger Mann hier gewesen? Aber ja, ich glaube, er sagte, sie haben einen Glücksbringer vergessen. Er ist schon so lange her. Ich weiß aber leider nicht mehr viel davon. Ich kann das alte Ehepaar, das früher hier gewohnt. Ich kannte das alte Ehepaar, das früher hier gewohnt hat. War das also noch Kadett, was? Ja, sie erzählten mir, ihr Sohn haben sie verlassen. Okay. Wisst ihr, wo er hin wollte? Leider nicht. Er war wie ein Matrose gekleidet, das weiß ich noch. Stimmt, er sagte, er würde bald in ein anderes Land aufbrechen. Und dann sprach er davon, dass die Arbeit wegen des heißen Klimas anstrengend sei. Vielleicht arbeitet er an einem Hafen in Strata. Huch, da bin ich mit den Gedanken ganz woanders und komme noch zu spät zur Arbeit. Nehmt das Bild ruhig mit, wenn es euch interessiert. Okay. Ein Hafen in Strata. Vielleicht sollten wir uns umsehen, falls die Zeit etwas einbringen könnte. Warum interessiert dich das so plötzlich? Ich weiß nicht, ich würde nur gerne mal über diesen Jungen herausfinden. So, würde ich sagen, bevor wir abgeben, gehen wir noch mal nach Strata. Klingt doch noch so, da drin war auch schon beinahe wieder auf den Capture-Knopf gekommen. Es klingt doch schon wieder nach Titel und Ruhm und Ehre und so. So, ein Hafen in Strata, da gibt es ja nicht so viele. Hier. Gucken wir mal da. Oder ist der Hafen, wo... Nee, oh, schon richtig gut. Ja, da ist irgendwie der Hafen, wo irgendwie alles passiert. War ich doch richtig. Hey, ist das nicht? Kann ich euch helfen? Entschuldigt, aber stammen eure Eltern zufällig aus Barona? Ja, woher wisst ihr das? Da stand schon Justin, ey. Wo wir keine Ahnung hatten, ob er wirklich ist. Wir haben noch ein Bild von euch gefunden. Okay. Habt ihr eure Eltern in letzter Zeit gesehen? Nein, ich wollte sie besuchen, aber jetzt wohnt eine andere Familie in ihrem Haus. Und seitdem wart ihr hier und so und wisst wohl auch nicht, wo sie jetzt sind, was? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich sie nicht sehen wollen. Wieso nicht? Weil sie mich im Stich gelassen haben. Sie hatten bestimmt einen guten Grund dafür. Hört mal, ich bin auf das Mitleid von Fremden nicht angewiesen. Warum habt ihr nicht versucht, sie zu suchen, wenn ich fragen darf? Weil... aus Stolz. Erst vermisst man sie, aber dann verwandelt sich Schmerz in Wut.
Bald hat man das Gefühl, man könnte ihn nie vergeben. Hubert. Entschuldigt, aber sucht ihr euch immer Wildfremde aus, um sie zu analysieren? Langsam geht ihr mir nämlich auf die Nerven. Ich glaube kaum, dass... Ja. Warte. Bitte, bitte streitet euch nicht. So kenne ich dich gar nicht, Hubert. So viel ich weiß, hat euer Vater in Sapresol eine Anfrage gestellt. Er wollte euch finden. Mein Vater ist in Sapresol? Ihr hasst ihn. Ihr wollt es ihm heimzahlen. Ihr wollt wissen, warum er es getan hat. Könnt ihr bitte einfach die Frage beantworten? Aber dieses Gefühl hält nur noch so lange an. Dieses Gefühl hält nur an, solange er noch lebt. Wenn er einmal tot ist, werdet ihr schließlich verstehen, wie bedeutungslos alles war. Wovon zum Teufel redet der da? Ich sage euch, wovon ich rede. Ich sage euch, dass ihr nach Sapresol fahren sollt. Hubert. Und ich werde es euch so lange sagen, bis ihr euren sturen Schädel geht. Bis es euch in euren sturen Schädel geht. Fahrt zu eurem Vater, noch heute. Denn wenn er nicht mehr lebt, ist es zu spät. Und dann kauft mir ein Eis. Vergiss nicht das Eis. Huh. Jetzt rennt er weg und springt von der Klippe. In der Wüste von Strata. Tut mir leid. Ich bin ausfallend geworden. Ach, ich weiß nicht. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Immerhin scheint es begriffen zu haben, worauf du hinaus willst. So viel steht fest. Ja, nur so reibt es mir ruhig unter die Nase. Hihi. So, Heißsporn. Okay. Dann ausrüsten. Mein Gott, das ist ja ein Tuch noch. 20 KP wieder, schon nach einer Minute. Ja, und Erfahrung, ja. So, dann gehen wir verkackte Bild ab. Das liebevoll verkackte Bild. Eine Stinktasche. Ein Obstmesser, genau, das können wir auch erstellen. Versuchen wir jedenfalls. So, nehmen wir wieder hier so ein Ding. Danke. Ah, natürlich sind die Shops auf der rechten Seite und links ist ja. Mach mal schnell. Obstmesser. Nur ein Obstmesser oder wieder mit irgendwas Ausfallendes darauf? Ein Obstmesser, das gemein ist. Ein gemeines Obstmesser. Oh Gott. Messer, Impulsklinge. Messer, Stahlmesser, Obstmesser. Bäh! Mikrofon! Ich sag einfach X gerückt. Das war richtig. So, Obstmesser, gemein. Klein, fies und gemein, da, gemein. Hoffentlich merkt man jetzt keinen Unterschied. Mikrofon ist noch an. Ich drück einfach hier. Ich gucke hier die ganze Zeit die Mikrofonanzeige auf meinem PC und drück einfach irgendwas. Das wird schon richtig sein, ne? Ja, weiß eine andere Welt, das können wir auch später irgendwann mal machen. Weil das ist böse. Und da traf ich irgendwie nicht so. Muss ich ein bisschen stärker werden, nehme ich mal an. Und okay. Erstmal das liebevoll gehütete Bild. Vielen Dank für die Blumen. Okay, dann was haben wir hier noch? Sherry hat irgendwie nicht mehr so eine große Auswahl, verdammt. Entschuldigung. Ich tue mal die ganzen Dinger hier mal aufleveln. Warte nur 700. Was? Ja, mach einfach das hier. Und das da. So. Und Obstmesser. Das Obst. So, mit dir reden wir jetzt gleich. Mein Gott. Mit Cherry ist schwierig. So, egal. So, mach aber irgendwas hier. So, du bekommst das hier. Du bekommst das hier einfach. Und du bekommst das hier.
Du bekommst das hier. Aber mit Sherry ist schwierig. Ja, schon von, warum hat die denn schon fast alles hier hochgelevelt auf 5 oder so? Minimal. Wieso? Alles so wie 2 hier. Langsam ist mir halt auch egal, aber egal. Das mit meiner Mutter ist schlimm. Aber ich konnte immerhin etwas mit meinem Vater reden. Es war zwar schwierig, aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich ihn nicht besucht. Also hier, das ist für euch. Eine Kohlenstoffrute. Hey, die Baum war ganz zufällig. War dir etwa die Liebe mit deinem Vater nicht mehr wert? So, tun wir hier mit ganz vielen Sachen herstellen. Braucht man ganz oft Gemüse-Sets und so weiter. Oder brauche ich um Curry herzustellen? Was habe ich nicht? Nee. So, wo brauche ich nochmal doppelter Cheeseburger, Kohlenstoffrote? So, mach mal mehr so Dingens. So, Julibert muss ich hin. Nee. Weil da warten wieder Sachen. Muss auch allgemein um meine ganzen Städte uns so abgeben, weil da sind auch einige Cutscenes oder so, die nicht questabhängig sind oder so. Soll ich vielleicht auch noch mal umschauen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Quests. Wir geben FP und die sind gut. Also war voll stark. So. Lava-Aroma, eine edle Titanscheide. Handgezeichnete Karte, einige hohe Regierungsvertreter wurden auf die 20. Etage der Haderhöhe entführt. Bitte helft uns, wir haben dort keine Befugnis, verdammt. Sucht die meeresblaue Statue, die vor 60 Jahren verschwand. Gerüchten zufolge wurde sie hier in der Gegend gesehen. Bitte helft mir. Meeresblaue Statue. Das hier? Irgendwo hier wurde sie gesehen, okay. Wenn die mit hier Julibert meinen, dann bin ich hoffentlich richtig. Oh, ein klarer Kern, den brauchen wir auch. So spreche ich mit dir. Oh, Mr. Oswald besuchen, der freut sich doch bestimmt, uns zu sehen. So, ich gucke mich mal beim Präsidenten um und wenn da nichts ist, dann gehen wir weiter. Bäh. Schön, wenn wir nichts erreichen, ne? Außer Quests. Ich finde das wunderbar. Ja, kann sein, dass da irgendwas ist. Und ihr seht immer noch so Depri aus. Mein Herr. Boah, ich werde jetzt wahrscheinlich eine ganze Woche gefüllt Notquest sein. Ich werde jede Woche ein Part hochladen. Oh, habe ich dir schon was gegeben? Nö. Also ja. Also, ganze Woche nur Quests. Das muss langweilig sein. Und ich liebe es. Ja, irgendwann muss man das ja auch durchnehmen, ne? Ich möchte jetzt nicht einfach hier, keine Ahnung, durchrennen, als wäre nichts. Ich möchte auch schon mal zeigen, für die, die das Spiel nicht kennen. Für die, die Interesse für dieses Spiel zeigen. Hallo, ich bin Herr Oswald. Ich weiß, es ist zu spät für euch, aber bitte, ich brauche mehr Zeit. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet du mal den Kopf zurück... Du mir mal den Kopf zurückdrücken... zurechtrücken würdest. Aber ich bin froh, dass du es warst. Okay. Keine Ahnung, als ich das erste oder zweite oder dritte Mal gespielt habe, war er nicht so freundlich am Ende. Aber ich glaube, die Cutscene irgendwie, die auch kam, die hatten wir nicht. Die hatte ich vorher nicht. Aber noch ein klarer Kern, geil. Dann können wir die Quest auch abgeben bald. So, ich möchte den Präsidenten sehen. Danke, tschüss. Meeresblaue Statue, Meeresblaue Statue. Hier in der Nähe gesehen, ey, ich sehe es. Irgendwie nicht. So, dann weiß nicht. Was machen wir denn dann? Wir können nach Telus Astur gehen, das ist eine Quest, ganz offensichtlich. Und auf der Cheeseburger. So, hier sind zwei Sachen, da können wir hingehen. So, weißt du was hier? Wie macht man das? 25. Jetzt kann Bock jetzt hier nach jedem Mal wieder alles umzuändern.
Du einfach irgendwas hier, ich bin ja falsch. Du einfach irgendwas hier hochleveln, mein Gott. Ist jetzt auch egal. Ich glaube, wir fangen mit dem niedrigsten aber an. Wow, was? So, und ja, egal. Wichtigsten Sachen aber, what? Erste Hilfe, Adepten. Okay. Ja, okay, ich habe jetzt die ganzen Dinger hier, egal. Titel gemeistert, habe ich auch mal gesehen. So, ich bin mir sicher, hier war noch irgendwie was. Warte mal. Sind Katzen? Nee. So recht, die Blumen sahen aus wie Katzen. So. Ich habe jetzt richtig viel Asche. Ich weiß, was damit anzufangen. Wenn man die Quests hier starten kann, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber gucken wir mal. Jo, anscheinend. Das ist aber ein seltener Ring, den du hast, Espel. Neidisch. Richard hat ihn mir gegeben, als wir klein waren, als Zeichen unserer Freundschaft. Es ist ein königlicher Ring, also ist er wohl ziemlich wertvoll. König Richards Ring? Faszinierend. Darf ich mir den mal ansehen? Was ist er? Das ist der Schlüssel des Heiligen Schwertes. Dieser Ring ist der Schlüssel? Seid ihr euch da sicher? Tut mir leid, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dieser Ring soll ein Schlüssel sein? Die Legende erzählt von einem Schlüssel in Form eines Ringes, der die Macht des Elfschwerts entfesseln kann. Ohne den Schlüssel kann man das Schwert nicht aus seiner Scheide ziehen. Espel, ich möchte dich etwas fragen. Trug Richard ein Schwert bei sich, als er in einer Scheide aufbewahrte? Nein, an so etwas erinnere ich mich nicht. Er hatte nur so ein Messer. In unserer Kindheit hatte er bloß immer ein kleines Messer dabei. Hey! Das Schwert wird innerhalb der Königsfamilie weitervererbt. In den gegenwärtigen Situationen weiß vermutlich niemand, wo es ist. Mir schade, ich hätte das Elf-Schwert gerne mit eigenen Augen gesehen. Denken das heilige Schwert, das man nicht aus der Scheide ziehen kann? Es erinnert mich an deine Anfangszeit in der Akademie. Du wirktest immer so unbeholfen mit deinem Schwert. Ich war damals selbst noch eine Studentin, aber ich habe dich als kleinen Schlingel in Erinnerung, der achtlos mit deinem Schwert herumfuchtelte, das in der Scheide steckte. Was? Ach komm schon, das ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Es wäre wohl zu schön, wenn es sich bei diesem alten Schwert um das legendäre heilige Schwert handelte. Ha, es wäre wirklich was. Obwohl, was ist eigentlich aus diesem Schwert geworden? Hm? Was? Ich... Was habe ich mit dem alten Ding bloß angestellt? Wo warte ich? Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe es für 1000 Gold an einen Turtles verkauft, um meine Studiengebühren zurückzahlen zu können. Welche Verschwendung. Ich wollte mir halt nicht von meiner Familie helfen lassen. Aber im Nachhinein komme ich mir deswegen doof vor. Das Schwert hätte ein Andenken an meinen Vater sein können. Hm. Das klingt doch nicht so. Das ist doch bestimmt nur ein Zufall. Naja, aber wir gehen trotzdem mal zu den Turtles, um nachzufragen. Ja, wir können jetzt zu den Turtles hingehen. Das wäre jetzt ein richtiger Zufall, wenn genau irgendwie jemand hier noch das Schwert hätte. Oh mein Gott, da ist ja was. Ich liebe diese Zufälle in Rollenspielen immer. Manchmal kriegen wir hier im Turtles Hauptquartier mächtig seltene Schätze rein. Sowas verkaufen wir nicht einfach so an die Allgemeinheit. Nee, das wird sich hier aufbewahrt. Sicher hier aufbewahrt. Espel, weißt du noch, was du über das Schwert sagst, als du als Kind getragen hast? Wenn es wirklich ein Andenken an deinen Vater ist, solltest du dich erkundigen, ob sie es noch haben. Ich weiß nicht, ob man, es ist lange her und ich will mir nicht allzu große Hoffnungen machen. Habt ihr einen Turtles mal irgendwas verkauft? Was Kostbares? Es war ein Schwert, das in einer Scheide steckte. Ist es denn möglich? Ihr wart's hier, ja? Ich glaube, wir haben's. Wirklich? Lauft's nicht weg? Bist du jetzt froh, dass wir gefragt haben? Obwohl es mich wundert, dass der Turtles gleich wusste, bevor du sprichst. Jopp, das sieht aus wie das Schwert, das Espel als Kind hatte. Was ist das hier? Das ist es. Das ist das Schwert meines Vaters. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Wir würden dieses Schwert sehr gerne kaufen. Wie viel kostet es? Ich habe es damals für 1000 Gold verkauft. Tja, allerdings gibt es ein Problem. Tja, es hat uns früher auffallen müssen, aber wir haben gerade etwas über dieses Schwert hier herausgefunden.
Wisst ihr, es ist in Wirklichkeit ein Schatz, der in der königlichen Familie von Windorf weitervererbt wurde, ja? Soll das heißen, wir können es nicht haben? Nein, wir verkaufen es euch. Und wenn ihr mich gestern gefragt hättet, dann hättet ihr es für 1200 Gold haben können. Aber jetzt, wo wir wissen, wie wertvoll das Ding ist, müssen wir etwas mehr verlangen. Ungefähr 100 Mal so viel. 100 Mal? Ihr wollt uns für 120.000 Gold abknüpfen? Hey, den Preis hat das hohe Tier im Hauptquartier ausgedacht, ja? In meiner Flosse liegt es nicht mehr. Ich habe versucht, den Boss unterzuordnen, aber der wollte nicht mit sich reden lassen. Was willst du nun tun, das Bild? Tja, wir haben Asche. Ich dachte, irgendwie wird 500.000 oder so kosten. Bestens, es ist mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Bist du sicher glücklich, dass das Andenken deines Vaters zurückzuhaben? Das bin ich. Übrigens, vielleicht wisst ihr ja schon, aber anscheinend ist das so eine Art legendäres heiliges Schwert oder so. Wirklich? Seid ihr euch da absolut sicher? Aber ihr könnt es nicht aus der Scheide ziehen, wenn ihr den Schlüssel nicht habt. Richards Ring. Dieser Ring? Unmöglich. Nein, es stimmt. Dieser Ring ist der Schlüssel zum Schwert. Wenn ich also den Ring auf die Scheide stecke. Boom. Das kann nicht sein. Es ist verrostet. Durch und durch verrostet. Tja, das sollte uns nicht allzu sehr überraschen. Ich bin froh, dass wir es überhaupt zurückbekommen haben. Wenn ich ihr wäre, ich würde es bei der königlichen Familie von Windorf versuchen, ja? Die kennen es vielleicht eine Möglichkeit, den Schwert wieder zu seinem früheren Land zu verhelfen. Richard kann ich nicht fragen. Warum nicht? Hesok Dillon ist ein entfernter Verwandter der königlichen Familie. Vielleicht hat er ja eine Ahnung. Zumindest wird es ihn wohl interessieren, dass wir es gefunden haben. Wenn es ursprünglich dem Königsgeschlecht von Windor gehörte, sollten wir jemandem im Barona Bescheid sagen. Er ist ein Schwert erhalten. Okay. Also warte jetzt zu. Ja, gehen wir mal nach Grailside zu Herzog Dalen. Obwohl er kam Malik und hat gesagt, Dingens hier. Einer aus Barona. So, haben wir irgendwie was? Nee, wollte ich doch gar nicht. Nur die Töterklinge können wir abgeben. Weil schon mal hier sind. Und du Quests hier wieder gemacht für ein Part. Boah, viel gelesen. Bin ich noch gar nicht gewohnt. Ich habe noch nie so viel. Wow. Schon wieder viel gemeistert. Ich habe noch nie so viel auf einmal gelesen in einem Part. Ich meine, nee, nicht in einem Part, in einer Sitzung. Ja, wenn noch, weiß ich nicht, ein oder zwei Parts noch danach aufnehmen. Das ist ganz schön viel Zeit, da ich jetzt so viele, so längere mache, während den Ferien. Ich bin immer noch Ferien. Und ja. Also, ich habe Zeit. So, Dalen, bin ich froh, dass wir hier richtig sind. So, mach hin, ich habe nur noch ein paar Minuten. Euer Timing ist perfekt. Was? Wir haben kürzlich Berichte über merkwürdige Unruhen im Wallbrook gehört. Erdbeben, Erschütterung und dergleichen. Manche wollen sogar das Geräusch von Einstürzen gehört haben. Doch weiß niemand warum. Und weil die Information nicht bestätigt ist, zögert ihr jemanden zum Nachforschen zu schicken, richtig? Also habt ihr beschlossen, stattdessen uns zu fragen. Ich weiß, dass diese Anfrage erfolgt aus rein egoistischen Beweggründen. Ich stimme euch von ganzem Herzen zu. Hubert? Ist schon gut. Ich weiß, es ist sehr viel verlangt, doch ich möchte euch trotzdem darum bitten. Es ist in Ordnung, Herzog Dalen. Wir nehmen den Auftrag an. Ich bin eigentlich nicht deswegen hier. Vielen Dank. Ich habe die Anfrage beim Wirt registriert. Dort erfahrt ihr die Einzelheiten. Viel Glück, ihr werdet im Schloss Barona sein. Ich werde im Schloss Barona sein, wenn ihr fertig seid. Ah, okay. Ich will aber in Barona jetzt. Boah, wie ist der eine nochmal? War nicht Herzog Dalen? Wo der hat jetzt gesagt, dass er im Schloss Barona ist, wenn er fertig ist. Müssen wir erst die Quest machen und dann. Aber die hätten doch wenigstens so ein paar Andeutungen machen können hier von wegen dem Schwert und so was hier. Hallo. Ach ja, da ist ja auch noch was, stimmt. Egal. Ist das nicht wichtig. Ist gerade noch was eingefallen, da müssen wir auch noch machen. Aber das kann noch warten. Da gehen wir mal hier im Thronsaal nachgucken. Wenn hier nichts ist, dann mache ich Feierabend.
Also nicht bei Jahren. Wow, bist du schnell, Alter. Mann, ist der schnell. Hallo, meine Freunde. Was kann ich für euch tun? Wir sind mit Luftschiffen gekommen, der ist eher hier. Es gibt da etwas, das wir euch gerne zeigen würden, Herzog Dalen. Na los, Esper. Bei dem Himmel. Kennt ihr dieses Schwert? Es ist das Schwert, das König Ferdinand Fürst Aston vor 20 Jahren gab. Also ist es jetzt bei euch gelandet, was das Bild? Passt gut darauf auf. Nun, Sir, das ist nicht die ganze Geschichte. Es stimmt, dass dieses Schwert ein Andenken an meinen Vater ist, doch scheint es sich um das legendäre heilige Schwert zu handeln. Das legendäre heilige Schwert? Ihr meint das Elfschwert Excalibur? Wir nehmen es an, aber es gibt da noch ein Problem. Die Klinge hat also Rost angesetzt? Wie? Wow, tolles legendäres Schwert. Anscheinend vermag selbst dieses Schwert den Zahn der Zeit nicht zu trotzen. Es wäre rein zur Verschwendung, es in diesem Zustand zu belassen. Herzog Dalen, wir sind hier, weil wir hoffen, dass ihr vielleicht einen Weg kennt, es wiederherzustellen. Angeblich wurde das Schwert zu den Zeit geschmiedet, als Windor gegründet wurde. Aber leider weiß ich nicht, wer es hergestellt hat oder welche Methode dabei verwendet wurde. Wenn es die Amasia doch nur wirklich gäbe, sie wissen vielleicht, wie man es wiederherstellt. Die Amasianer? Es heißt, Windors erster König sei ein Freund der Amasianer gewesen. Und man erzählt sich auch, er habe dieses Schwert geführt. Esper, wieso zeigen wir dieses Schwert nicht der Aufseherin? Sie weiß mehr über die Geschichte dieser Welt als irgendjemand sonst. Ihr habt recht, sie ist vermutlich unsere beste Chance. Auf zur amasianischen Enklave, flüster, flüster. Zur amasianischen Enklave? Euer Kenntnisse erstaunen mich immer weiter, Lord Esperland. Ehe ihr geht, möchte ich euch erzählen, wie es dazu kam, dass Fürst Essen dieses Schwert überreicht wurde. Oh? Es ist 20 Jahre her und Feng war gerade in Windows rechtmäßigen Territorium eingefallen. Ihr müsst wissen, dass unser Territorium sich damals bis noch zum heutigen Wellernick erstreckte. Jedenfalls sammelte König Ferdinand rasch seinen Fürsten. Ist meine Aufnahme stehen geblieben? Nee. Oder? Jedenfalls sammelte König Ferdinand rasch seinen Fürsten und sich. Und begann mit sich. Mit den Planungen für seine Gegenoffensive. Nee, ist nicht. Okay. König Ferdinand persönlich führte die Männer an und sowohl mein Vater als auch der Euer kämpften an seiner Seite. Doch Finn war numerisch überlegen und hatte eine günstige Ausgangsstellung und Windows Armee wurde bald nach Land zurückgedrängt. Vater hatte unter König Ferdinand gedient? Das wusste ich nicht. Er hat mehr als nur gedient. Zusammen mit meinem Vater hat er den König unzählige Male das Leben gerettet. In Anerkennung seiner Verdienste wurde mein Vater ein entfernter Verwandter der königlichen Familie mit dem Herzogtitel ausgezeichnet. Und euer Vater hielt dieses Schwert. So gelangte es also in seinen Besitz. So hat Richard dann die Schlüssel für seine Scheide. Das klingt irgendwie falsch. Legendär hin und her. Wozu soll ein Schwert gut sein, wenn man nicht ziehen kann? Euer Vater hat den Ring abgelehnt. Seiner Ansicht nach wäre das viel zu viel Macht für eine Einzelne gewesen. Doch er schwor, das Siegel zu beschaffen, falls der König oder sein Volk in Gefahr seien. Versteht ihr, Esper? Wisst ihr jetzt, weshalb er das Siegel dem König anvertraute? Dieses Schwert ist ein Symbol. Es steht eine Möglichkeit da, sowohl Land als auch die königliche Familie zu schützen. Wenn Vater noch am Leben wäre, würde er Richard retten wollen. Und das tue ich auch. Gut gesprochen. Und deshalb ist es zwingend erforderlich, dass wir dieses Schwert instand setzen und seine Hoheit retten. Begeht euch schnell zur amerikanischen Enklave, Esper. Okay. Excaliburs Erbe, yo. Ja, das tun wir natürlich auslöschen. Auslöschen ist, ja. Eine Mystikart. Topfguckerin, was? Guck. Wusste es. Im positiven Sinne ehrlich. Was? Wieso habe ich das jetzt bekommen? Egal. Wir haben 29 Minuten. Das war schon wieder viel zu viel. Na, eigentlich nicht, aber. Viel zu viel für diesen Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns das Schwert besorgen und alles andere noch hier irgendwie machen und dann in der übernächsten Folge noch weitermachen und weiter und weiter und weiter, bis wir umkicken. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen für diesen Part und sage Tschüss.